Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten hier aus meiner unaufgeräumten Werkstatt. Es ist ja mittlerweile ein paar Monate her, dass ich mir hier diesen Dieselheizer geholt habe. Und heute werde ich dir mal sagen, ob das gut funktioniert hat, ob sich das gelohnt hat und ob ich das so wieder machen würde. Aber zuallererst mal zu der letzten Folge Neuigkeiten habe ich euch gefragt, ob ich das quietschen lassen soll oder ob ich es wegmachen soll. Und 59% haben gesagt, okay, Philipp, das geht mir übelst auf die Hutschnur, mach's weg. Ich habe jetzt ein bisschen Silikonspray reingemacht und jetzt ist es nicht mehr so laut. Es ist auch übrigens krass zu sehen, wie sich das Holz hier drin immer bewegt und arbeitet. Denn hier diese Schlaufen habe ich angezogen, wie der wilde Bill. Und jetzt sind sie wieder ganz lose. Was habe ich in der Vergangenheit gebaut? Die Leute, die mir auf Social Media folgen, werden es schon gesehen haben. Ich habe so in den letzten 2 Wochen habe ich eine Armbrust gebaut. War eins von den aufwendigsten und kompliziertesten Projekten für mich persönlich in den letzten paar Wochen und Monaten. Hat nicht immer Spaß gemacht, es zu bauen, aber jetzt ist das Ding fertig. Ihr seht hier ja einen kleinen Ausschnitt und wenn ihr mehr von der Armbrust vorab vor dem Video sehen möchtet, wie gesagt, müsst ihr einfach auf Instagram oder auf Facebook vorbeischauen. Dort werdet ihr dann ein paar Bilder und auch ein paar Videos, wie ich das Teil benutze, sehen. Bei dem Projekt war es wirklich so aufwendig, da will ich so hier ein bisschen auf YouTube den Spannungsgrad ein bisschen aufrechterhalten und zeigt es euch jetzt noch nicht. Vielleicht als kurze Information, warum ich die Armbrust, warum baue ich eine Armbrust? So als kurze Information. Ich wollte das eigentlich schon immer bauen. Einen Bogen werde ich wahrscheinlich irgendwann auch noch bauen, habe ich schon als Kind versucht. Da hat es aber nicht so wirklich hingehauen. Und so eine Armbrust wollte ich halt eben auch schon immer mal bauen. Es geht mir jetzt nicht ums Schießen, es geht mir eher so ums Bauen und um die Tatsache, dass ich es hinbekommen habe, eine Armbrust zu bauen. Das Ding wird nicht wirklich benutzt, das steht jetzt in der Ecke und das ist eigentlich nur zum schönen Anschauen. Aus dem Grund habe ich mir keine 5 Pfeile gebaut, aber das war einfach mal nur so der Grund, warum ich mir das Teil gebaut habe. Ich erkläre auch noch ein bisschen mehr dann in dem Video, wie ich zu dem Thema Waffe stehe und. Will ich hier nicht machen. Seht ihr dann bald in dem eigenen Video. Was es da unten mit dem Kasten auf sich hat, werde ich heute auch noch besprechen. Das ist so... Ne, ich sag's euch gleich. Die heutige Sendung wird gesponsert von Philipp Konter. Nein, Spaß beiseite. Nur so als kurze Information, die Flaschenöffner-Bausätze. Das sind hier solche einfachen Flaschenöffner-Bausätze mit einer metrischen, also M6er Einschraubmutter. Die sind jetzt wieder verfügbar auf meinem Online-Shop. Die verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Und auch die Klemmbrett-Klemmen, hier die Teile, da könnt ihr euch einfach schicke Klemmbretter selbst bauen. Sind auch in allen Größen jetzt wieder vorhanden, findet ihr unten auch in der Videobeschreibung. Dann habe ich in der vergangenen Woche noch ein cooles Projekt gedrechselt. Da habe ich so eine von den größten Schalen, die ich bis jetzt gedrechselt habe, halt hergestellt. Und war ein cooles Projekt. Richtig, richtig tolle Kommentare, wie auch bei den anderen Videos. Vielen Dank dafür schon mal. Dann habe ich unter diesem Video vom Robert Wallnick einen Kommentar bekommen. Vielen lieben Dank erstmal dafür. Und da ist er darauf eingegangen, dass er so ein paar spezifischere Angaben vermisst hat, wie zum Beispiel Anschleifwinkel, Drehzahlen, Körnergröße und so weiter. Ihr seht ja den Kommentar selbst vor euch. Viele von den ganzen Punkten, die du angesprochen hast, finde ich nicht mehr so relevant. Nicht, weil ich schon geübter bin oder wie man es nennen möchte, einfach nur, weil ich finde, dass man so bei vielen Punkten den Augenmerk auf was anderes richten muss. Bei den Drehzahlen. Wenn das Werkzeug zu langsam ist und du merkst, dass du mit deiner Schneide quasi langsam drüber rüttelst, dann ist es zu langsam, dann stell die Drehzahl ein bisschen höher. Ich finde das immer besser, als wenn man vorgibt, okay, du musst das mit der Drehzahl machen. Oder mit dem Anschleifwinkel von Drechseleisen. Ich habe schon bei vielen älteren Leuten auf YouTube gesehen, die haben dann gesagt, der Winkel muss 18 Grad betragen oder was weiß ich für eine Gradzahl. Da frage ich mich als erstes, okay, was ist, wenn 2-3 Grad das Ganze das daneben liegt? Ist das dann nicht mehr so hundertprozentig? Zum Beispiel beim Anschleifwinkel von Drechseleisen gehe ich mal eigentlich mittlerweile so vor. Du hast eine Schalenröhre, die hat einen Standardanschliff. Du kannst diesen Standardanschliff beibehalten oder du kannst das an deine Arbeit anpassen. Das bedeutet, du drechselst entweder nur weiches Holz oder das Eisen ist eher für weiches Holz. Dann kannst du die Schneide ein bisschen spitzer machen für die meisten Arbeiten, weil du das Holz so besser bearbeiten kannst. Wenn du nur Hartholz bearbeitest, dann kannst du die Schneidenform ein bisschen stumpfer machen, weil diese spitzere Schneide die Kraft oder da nicht so lang durchhält bei härterem Holz. Da gehe ich so eher ein bisschen mehr ran. Ich hoffe, man versteht, was ich damit meine. Zum Beispiel Drehzahl. Da hinten die Drechselbank, die hat gar keine Drehzahlanzeige. Man müsste sich quasi die Riemenposition anschauen und dann schauen, auf welcher Poti-Position man ist. Und dann könnte man die Drehzahl herausfinden. Also, was will ich damit sagen?
viel Information finde ich beim Drechseln mittlerweile nicht mehr so notwendig. Oder den Leuten, denen ich auch Drechseln schon beigebracht habe oder ich habe denen gezeigt, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, den habe ich dann auch gesagt, so schau mal, das Ding läuft sau langsam und du bekommst keinen schönen Span. Mach ein bisschen schneller, schau mal, was dann passiert und sag mir, was dann besser war. Das Langsame oder das Schnelle? Wie gesagt, den Leuten, denen ich es gezeigt habe und das sehen, die können das ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Mich würde aber auch mal interessieren, wie du das Ganze siehst, ob du wirklich, wenn du ein Eisen hast, dass du dir wirklich aus einer Tabelle einen Winkel raussuchst und das Ganze nach diesem Winkel anschleifst. Wie du da so rangehst, ob du da auch so eher so ein bisschen Pi mal Daumen rangehst und dann schaust, okay, das passt für mich. Oder ob du da so nach den Herstellerangaben von dem Schleifwinkel vorgehst. Würde mich mal interessieren, schreib's gerne in die Kommentare. Jetzt kommen wir mal zum Thema Dieselkanone. Bevor ich an die ganzen Informationen rangehe mit Verbrauch, mit Lautstärke und, kann ich sagen, dass ich das erste Mal im Winter eine warme Werkstatt hatte. Ich hatte keine extreme Feuchtigkeit, weil das ein Gasbrenner ist in der Werkstatt. Ich hatte keinen extremen Aufwand, das Ding zu installieren. Ich gehe in die Werkstatt, ich halte das Ding an, lasse es keine 10 Minuten laufen. Und dann ist es warm und dann kann ich arbeiten, dann ist das schön, dann kann ich auch filmen, weil die Lampen warm sind, weil die wieder richtig hell sind und ich kann einfach schnell und unkompliziert drin arbeiten. Zwei Themen wurden relativ oft angesprochen und das war zuallererst mal die Lautstärke. Boah, das wird mir auf die Nerven gehen, wenn das Ding so lange läuft. Das ist kein Heizgerät, was ihr am Tag, den ganzen Tag durchlaufen lasst. Dafür ist das Ding nicht gemacht für so eine Werkstatt, auch wenn die Werkstatt wahrscheinlich ein bisschen größer wäre. Würdet ihr das Ding eher mal kurz einschalten, dann wäre es relativ schnell wieder warm. Der nächste Punkt war dann Dieselverbrauch. Ja, wenn man das Ding eine Stunde laufen lässt, dann wären das irgendwie 8 Liter oder ich weiß es nicht. Aber ich kann nur so viel dazu sagen. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wann ich da das letzte Mal Diesel reingekippt habe. Und da ist immer noch relativ viel drin. Ich habe, seitdem ich das Ding benutze, circa 15 Liter Diesel reingekippt und da ist jetzt immer noch drin. Das mag vielleicht viel verbrauchen, wenn man das Ding eine Stunde laufen lässt, aber ich habe es in den meisten Fällen 5 Minuten laufen lassen, da war die Werkstatt warm und dann konnte ich arbeiten. So viel dazu, das heißt Dieselverbrauch war in diesem Fall eigentlich, der kann eigentlich wegfallen, so wenig war das. Eine Sache muss ich dazu aber erwähnen, ich habe zusätzlich meinen kleinen Gasheizer hier laufen lassen. Der hält dann einfach so ein bisschen die Hitze hier drin und verhindert halt einfach, dass das Ding wieder schnell kalt wird. Im Umkehreffekt reicht dieses Teil hier aber nicht, weil wenn ich diese Werkstatt so auf eine Temperatur bringen möchte, damit es hier angenehm drin ist zu arbeiten, ist das eigentlich unmöglich, wenn es minus 5 Grad sind. Dann wird dieses Ding hier einfach nicht warm. Wenn ich im Gegenzug die Dieselkanone vorher dann 10 Minuten laufen lasse bei minus 5 Grad, dann ist das Ding einmal vorgeheizt und es ist viel, viel einfacher, die Hitze hier drin so ein bisschen aufrecht zu halten, dass man hier arbeiten kann. Und zu guter Letzt, was man vielleicht auch noch sagen könnte, weil es hier so ein paar Vögel geschrieben haben, ich lebe noch, ich bin nicht tot. Auch dadurch, dass da so eine kleine Lücke war, ist die Bude nicht abgebrannt. Ich bin nicht unter den Dieselauspuff. Abgasen, ich bin nicht daran gestorben. Erstmal so viel für die ganzen Spezialisten, die da so eine Kacke in die Kommentare geschrieben haben. Und außerdem noch ein Punkt, wisst ihr was, ich packe euch das noch von Instagram, das ist auch schon mega lang her. Da hat Schnee drauf gelegen und der Schnee ist nicht geschmolzen. Außer halt am Auspuff. Aber vorne und an den ganzen Seitenteilen ist der Schnee nicht geschmolzen. Das heißt, könnte schon schwierig werden, dass man damit irgendwas anzünden könnte, wenn man halt doof ist, dann passiert das, aber wenn man doof ist, dann passieren noch andere Dinge. In dem Fall ist aber zum Glück nichts passiert. Es geht halt immer noch, ne? Also es ist nicht immer heiß. Kalt, kalt. Das hier ist heiß. Da muss man ein bisschen aufpassen. Hier kommt die heiße Luft raus. Kalt. Was kann ich so als Abschluss sagen? Weil da auch manchmal so Kommentare gekommen sind, so okay, gut und schön, aber es wird sich eher rentieren auf lange Zeit, dass du das Ding hier abreißt. Das ist eh schon mal totaler Käse, das von als Außenstehender zu sagen, weil wir nicht die Möglichkeiten haben, wieder das Ding hier komplett abzureißen, ohne dass wir am Schluss vollkommen gegen die Wand laufen können, weil wir komplett badabadder sind, weil wir das, diesen ganzen Schutt durch die Wohnung tragen müssten. Das ist keine Option. Und wenn man sich selbst sagt, okay, ich schraube vielleicht ein Moped, und ich will da am Wochenende, will ich da einfach, egal ob es jetzt Winter ist oder Sommer, ich will hier einfach mal entspannt ein bisschen am Moped schrauben können oder am Wochenende unten drunter, dass ich einfach mal kurz in die Werkstatt gehe und für eine Stunde abschalten kann, dann ist so ein Teil cool. Ich stelle es hin, ihr geht in die Werkstatt, schraubt, macht das Ding aus, alles gut und schön. Wenn ihr wirklich sagt, ich bin Schreiner, dann wird alles, was ich jetzt gesagt habe, eh schon wieder gar keine Rolle spielen, weil
dann spielt es keine Rolle, weil dann werdet ihr nicht in so einem Schuppen hier arbeiten. Ihr seht noch ein weiteres Projekt, was ich so in der letzten Woche angefangen habe zu bauen. Und damit werde ich auch heute eigentlich so gut wie fertig werden. Das Ding wird auch vor allen Dingen schön grün gemacht, das ist super wichtig. Kurze Erläuterung, was ist das? Das ist eine Absauganlage für meine alte Bandsäge. Was ist da ein bisschen spezieller? Spezieller ist erstmal die Form, die habe ich so noch nicht gesehen. Ist halt auch vor allen Dingen genau auf meine Bandsäge abgeschnitten. Ihr seht, das wird später quasi auch eine Tischverlängerung sein. Da wird oben noch eine Waghausplatte draufkommen, damit das schön rutscht. Und die Form passt sich auch ans Gestell an. Hier unten ist eine Entleerungsluke. Ich baue keine Schublade ein, werde ich dann auch in dem Video sagen. Und grundsätzlich funktioniert alles richtig, richtig gut. Ich bin mega happy mit der Absaugung. Und das Video wird es dann auch wahrscheinlich bald geben. Aber eine Frage habe ich noch an euch. Wie umgeht ihr solche Ausrisse? Klar, ich hätte irgendwie von der anderen Seite schneiden können, aber das wäre alles zu umständlich gewesen anzuzeichnen. Deswegen war es in dem Fall einfach einfacher, von hier oben der Seite zu schneiden. Habt ihr eine Möglichkeit, sowas zu umgehen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und auch hier noch eine kleine Kleinigkeit. Das Video zu meiner neuen Schärfstation, wie man das Ganze benutzt, wird auf jeden Fall auch noch bald kommen. Da sind noch ein paar Sachen, die ich im Hintergrund abkläre. Und auch das Kettensägewerk wird es bald geben. Geduldet euch noch ein bisschen, aber dann könnt ihr euch das Video bald oder die Videos bald auf meinem Kanal anschauen. Das soll es auch schon für die Neuigkeiten von heute gewesen sein. Es gab nicht so viel, was ich noch drüber berichten könnte. Denn die Armbrust und da hinten das Projekt, das war wirklich ein Mammutprojekt. Und bin ich gespannt, wie es bei euch ankommt. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Bye-bye.